So, guten Tag allerseits. Gerade richtig. Ich habe ja letztes Mal über Aspekte von HTML erzählt, so ein paar vom World Wide Web erzählt, vom HTTP erzählt, das Protokoll, das doch relativ einfach ist, was ja eigentlich schön ist. Ich möchte heute noch weiter ein paar Teile da aufsammeln und noch etwas wir haben ja über Programmieren vom Server gesprochen mit solchen Skripten, auch noch ein wenig über das Programmieren des Browsers, der Webseiten mit Skriptchen sprechen, obwohl das ein Teil von Ihnen sicher schon mal gemacht hat. Aber zunächst beim Aufsammeln von den Einzelteilen möchte ich noch was über Lastverteilung sprechen. Ich hatte das zwischendurch schon erwähnt. Wir haben ja beim letzten Mal so eine kurze Idee der Aufgaben von einem Content-Management-System gehabt. Und jetzt also zum Thema Lastverteilung. Wenn ein Server populär ist, und man hofft natürlich, dass der Server populär wird, dann muss man einen kräftigen Webserver dahinstellen. Das fängt damit an, dass die Webserver-Software nicht mehr nur 2-3 Seiten lang ist und sich umdreht und auf der Festplatte eine Datei holt, eine nach der anderen, sondern wir brauchen einen Server, der mehrere Requests parallel oder quasi parallel abarbeiten kann, zum Beispiel, wenn er mehrere Prozessorkerne hat, dann sollen leichtgewichtige Threads, beziehungsweise auf einem Kern, beziehungsweise wenn wir auf mehreren Kernen laufen, mehrere Prozesse da existieren, die Anfragen entgegennehmen und so flink wie es eben geht, bearbeiten. Also nachdem man den einen Server auf dem einen Rechner schnell gemacht hat, und das reicht nicht, weil der Webservice populär ist, muss man sich überlegen, wie können wir denn mehrere Rechner einsetzen, mehrere Server einsetzen, um die Anfragen der Klienten zu beantworten. Natürlich könnten wir unseren Lastverteilung ist das Stichwort. Viele Server für eine Webseite. Wir könnten natürlich den Klienten schlecht sagen, so jetzt gibt es da den, ja früher hätte man das gemacht, ne? Früher, jetzt gibt es da den Super Service 1, Super Service 2 und Super Service 3 Server. Und wenn euch der eine zu langsam ist, dann müsst ihr eben oben in der URL einen anderen eintippen. Na, das ist, sagen wir mal, unterschlau. Auf der anderen Seite brauchen wir, also wir müssen mehrere Server hier aufstellen und wir müssen dafür sorgen, dass eine Anfrage transparent für den Benutzer transparent verteilt wird auf die wir haben. In der Zeichnung habe ich 5, aber es können natürlich auch 20, 30, 40 sein. Also transparentes Verteilen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber natürlich für das Repositorium unserer Daten irgendwas, was wir integriert managen können. Und wenn wir an ein E-Commerce-System denken oder auch an eine Zeitung oder sowas, gerade beim E-Commerce ist ganz klar, wir brauchen eine einzige große Datenbank, zumindest konzeptuell eine große Datenbank, die kann ja auch wieder verteilt aufgesetzt werden. Da gibt es ja auch Konzepte, Datenbanken verteilt zu machen. Und wenn Sie sich eine ordentliche dicke Datenbank für viel Geld kaufen, dann kann das auch eine verteilte sein. Über diesen verteilten Datenbankteil, da wollen wir jetzt nicht sprechen. Wir malen mal konzeptuell eine Datenbank hin, die aber auch verteilt sein kann. So, hier oben haben wir einen Eingang, hier unten haben wir ein zentrales Repositorium und hier zwischen haben wir viele Webserver.
Und auf den Webservern laufen natürlich auch noch viele von diesen Skripten in den Webservern drin. Das heißt, wir brauchen hier auch ganz schön Rechenleistung. Das File alleine holen ist wahrscheinlich gar nicht das Problem, irgendwie so ein Template oder ein HTML holen. Aber all die Skripte laufen zu lassen, das ist schon eher belastend und generiert, nicht ist belastend, sondern generiert Last auf den einzelnen Webservern hier. Also wir wollen es transparent für den Nutzer haben, inklusive Bookmarks und natürlich auch, wenn man auf eine Suchmaschine wenn man auf das Ergebnis von der Suchmaschine klickt, dann wollen wir nicht, dass wir auf einen von den Rechnern, zumindest als Betreiber, wollen wir nicht, dass die Anfragen dann alle auf einem kommen. Wenn die Suchmaschine zufällig beim Spidern die Seiten hier gefunden hat, dann möchten wir nicht, dass dann alle, die die Suchmaschine benutzen, automatisch auch auf diesem Rechner hier landen. Wir brauchen also hier irgendwas, was möglichst transparent ist. Am besten ist, wenn wir das hier noch, diesen Server-Vektor in den Staging-Prozess integrieren können. Über das Staging hatte ich ja letztes Mal schon geredet, wenn wir eine Bemerkung gemacht, wenn wir unsere Webseite ändern wollen, ein neues Design zum Beispiel, dann wollen wir nicht unsere ganze Site, also alles für unsere Kunden, ein paar Minuten vom Netz nehmen oder vielleicht auch eine halbe Stunde, sondern wir würden dann hier in so einem System dem Verteiler hier sagen, also die vier hier, diese fünf hier, das sind jetzt zwei nicht zugreifbar, sondern alle Benutzer werden nur auf die drei gelenkt und dann würden wir zum Beispiel die beiden hier, von den beiden hier ein Update machen, die neue Webseite da bereitlegen. Und dann würden wir der Verteilung sagen, okay, jetzt ist der hier und der hier, das ist unsere neue Site, die drei hier, an die verteilen bitte nicht. Und dann würden wir die für die ein Update machen. Auf die Weise könnten wir das vielleicht auch uns überlegen, dass was so einzeln läuft, so einen Staging-Prozess machen. Und was auch noch dazu kommt, worüber wir gleich auch noch sprechen müssen, bei dieser Lastverteilungsgeschichte ist Persistenz. Der Webserver an sich ist ja, Webserver an sich sind ja erstmal zumindest vom Protokoll her stateless. Das heißt, jedes Mal, wenn sie was geholt haben, hat sie der Server wieder vergessen. Man will aber natürlich für viele Zusammenhänge sowas wie eine Session haben. Wir denken wieder an das E-Commerce, Warenkörbe und so weiter. Da brauchen wir den Begriff der Session oder auf einer Auktionsseite. Und deshalb muss auch dieses verteilte System hier irgendwie diese Sessions bereithalten. Wir könnten uns zum Beispiel überlegen, dass wenn sich dieser Verteilprozess mal überlegt hat, dass er mich, also meine IP-Adresse, Pod-Kombination, zu diesem Server hier weiterleitet, dass er das dann persistent macht und immer macht. Allerdings ist da die Frage, ob wir das nicht vielleicht im Sinne der effizienteren Lastverteilung wieder nach ein paar Minuten beenden sollten, beziehungsweise wann wir das beenden sollen. Also dieser Verteilprozess, ja, gerade wegen dem Session-Charakter, dieser Verteilprozess hier, der muss vielleicht über Sessions was wissen, in dem Augenblick, wo er so eine persistente Verteilung macht. Wir könnten uns zum Beispiel überlegen, dass wir dann für solche Sessions systematisch irgendwelche Timeouts machen, dass die nicht zu lange leben können und dass dieser Timeout auch hier in der Verteilfunktion integriert ist, sodass man irgendwann später, wenn sie am nächsten Tag wiederkommen, sie dann auch auf einen anderen Server leiten könnte. Die erste Option, der erste Ansatz für so einen Lastverteilungsmechanismus, da könnte man das DNS nehmen. Jedes Mal, wenn Sie einen Lookup machen für eine Adresse, dann kriegen Sie vom Nameserver eine IP-Adresse aus so einem Pool. Ja, also wir machen den Lookup für einen Hostnamen, ne, sowas da,
Und dann kriegen wir zum Beispiel 139.17.17.1. Und beim nächsten Mal kriegen wir 139.17.17.5 und dann 139.17.17n und dann nochmal, wenn wir es nochmal machen, den Lookup 139.17.17.2. Und der Nameserver würde jetzt das Load Balancing machen. Der wird sich also anhand von irgendeinem Algorithmus überlegen, der könnte natürlich vielleicht auch hier nachschauen, welcher Server wie viel Last hat. Ich meine, da besorgt man sich irgendwie so ein kann man entweder in den Webserver integrieren oder wir schauen einfach nur in irgendeinen Performance Monitor rein pro Maschine und gucken, wie viel Plattenlast und wie viel CPU-Last die haben und verteilen danach. Also der DNS-Server, der würde dann diese Abbildung ändern. Jetzt muss man natürlich, im DNS gibt es ja Caches, dafür sorgen, dass diese Einträge nicht allzu langlebig werden. Auch der Client sollte dann eben nur eine IP-Adresse bekommen, die er nicht zu lange benutzt, sondern die er bald wieder verfallen lässt. Diese DNS-Option ist einigermaßen transparent, bis auf das da, ne, dass sich irgendjemand vielleicht nicht dran hält, die Einträge länger cached, als sie diese Auflösung, die gebundene IP-Adresse länger cached, als er sollte. Aber man kann sich schon vorstellen, dass das halbwegs gut funktioniert. Die zweite Option hier für diese Verteilung ist der Router. Wir würden nur eine einzige virtuelle IP-Adresse, das DNS würde ich natürlich abliefern auf die Auflösungsanfrage. Das kann dann auch länger gecached werden natürlich. Und hier ist ein Router, das kann man sich so vorstellen wie ein NAT oder sowas ähnliches, dass die Anfragen, die hier reinkommen, von diesem Router dann mal an den, mal an den, mal an den und mal an den verteilt werden. Routen an einen Pool von Servern, die dann die echte IP haben, dann müssen eigentlich alle Anfragen hier bearbeitet werden. Und auch da haben wir wieder so ein Problem mit der Persistenz. Ne? Wenn dann also eine Session entstanden ist, dann muss die auch länger aufrechterhalten werden. Dafür gibt es richtige Produkte. Ne? Hier habe ich mal ein paar hingeschrieben. Vielleicht gibt es da auch neuere Versionen oder die Marketingleute haben sich neuere Namen einfallen lassen. Aber das ist sicher etwas, was wir uns gut vorstellen können. Die dritte Option, wir veranstalten das hier aber eher auf dem Mac-Layer. Das ist so ein bisschen der Anycast, den wir mit einem Multicast machen könnten. Also der ein normaler Router schickt das auf dem lokalen Netzwerk raus, eine Multicast-Adresse und die Server entscheiden dezentral, wer jetzt diese Anfrage übernimmt. Wer zu welchem Zeitpunkt genügend Leistung hat. Wir müssen nur dafür sorgen, dass einer sich darum kümmert, aber da kann man natürlich auch irgendwelche Mechanismen ausdenken, mit denen die mehreren Server, die da stehen, die kommenden Anfragen akzeptieren. Also natürlich würden die Pakete erstmal in die Warteschlange kopiert, diese Ethernet-Multicast-Pakete in die Warteschlange kopiert oder Frames in die Warteschlange kopiert und dann würde entschieden, wer welchen Request entgegennimmt. Und das Letzte, was uns einfällt, ist, oder mir jetzt hier mal auf dieser Liste eingefallen ist, ist, wir könnten eine Maschine haben, die auf HTTP-Ebene die Requests entgegennimmt und dann weiterleitet an die, ich habe das hier mal Inhaltsserver genannt. Entweder macht er das direkt, das wird dann also hier ein Webserver, der tatsächlich die Anfragen nimmt und an die hier weiterleitet, oder er macht einen Redirect, das heißt, er schickt dem Klienten zurück, welchen von diesen Servern hier
eher direkt ansprechen und benutzen soll. Wird dann sozusagen einer davon und auf den würde dann die Namensauflösung fallen, sagen wir hier der linkeste, und der würde dann zurückschicken mit dem Redirect an den Klienten, jetzt benutze mal den hier, und die nächste Anfrage würde an den redirected werden und so im Kreis herum zum Beispiel mein Scheduling-Algorithmen, die Last anständig verteilen, die gibt es ja genug. Die braucht man natürlich auch in diesen Fällen hier. Das ist jetzt noch nicht so richtig konkret, was ich erzählt habe. Da stecken jede Menge Probleme drin, die man da auch noch lösen kann und muss. Aber ich will es jetzt mal dabei belassen, auch nur nachdem ich Ihnen einen kleinen Überblick gegeben habe. Und jetzt kommen wir noch zu der Session-Semantik. Das hatte ich ja, ich glaube, ich hatte es schon mal kurz besprochen, reden wir noch mal ein bisschen länger drüber. Für viele Anwendungen braucht man sowas wie einen Einkaufswagen. Oder wenn Sie an eine Paywall von einer Zeitung oder sowas denken, wenn der Kunde sich einmal eingeloggt hat, dann soll das ja halbwegs persistent sein. Es soll also nicht bei jeder Anfrage, wenn er auf eine Seite kommt, wieder da seine Credentials vorlegen müssen, sich authentisieren müssen. Das nächste, worum es geht, ist, die Zeitungen, gerade die Werbung machen, die wollen natürlich auch messen, wie viel Werbung da verteilt worden ist, wie häufig die Werbung angezeigt worden ist. Ich will nicht sagen gelesen worden ist, aber wenn angezeigt worden ist auf dem User-Bildschirm. Da geht es um zwei Dinge. Der eine Begriff ist Page Impressions, also wie oft ist diese Seite wirklich bei irgendjemandem angezeigt worden. Das zweite ist Distinct Users. Distinct Users ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Ich meine, Page Impressions ist, da können Sie einfach zählen, wie oft Ihr Banner oder so abgeholt wurde, wie oft die HTML-Seite abgeholt wurde, in dem diese Reklame drinsteckt, das Bild zum Beispiel. Also wenn ich über Banner spreche, dann meine ich so GIFs oder vielleicht auch Flashes abgeholt wurden. Das sagt aber nichts darüber aus, wie viele Leute das wirklich bekommen haben. Kann ja auch sein, dass einer da auf diese Seite 20, 30, 40 Mal geklickt hat. Hier ist natürlich auch jede Menge Möglichkeit, ein wenig zu betrügen, indem man irgendwo einen Server aufsetzt, der ständig solche Page Impressions generiert. Um das ein bisschen präziser hinzukriegen, versucht man Distinct Users zu messen, also unterschiedliche Leute. Das war mal einfach, als jeder seine IP-Adresse hatte. Mit NAT-Maschinen ist es ein bisschen schwieriger geworden. Da müssen Sie mindestens auf unterschiedliche Ports gucken. Müssen also so eine Kombination von IP-Adresse und Port messen, wenn Sie das nur basierend auf IP-Adressen machen wollen. Das wird heutzutage zum Beispiel, hier steht das auch schon, Heuristik mit IP-Nummer und Site, steht hier, scheitert an NAT. Das ist nicht ganz zutreffend, wenn man da die Ports dazu nimmt und noch ein paar weitere Überlegungen anstellt. Browser Footprint gibt es ja auch noch. Dann kann man da vielleicht noch ein bisschen weiterkommen, sodass der Ausdruck scheitert vielleicht übertrieben ist. Ich möchte hier noch ein paar Möglichkeiten kurz anreißen, mit denen man sowas wie Distinct Users halbwegs messen kann. Dass das HTTP zustandslos ist, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Also aus dem eigentlichen HTTP-Requests kann man noch keine Verteilung vernünftig messen. Vernünftig oder sagen wir mal aussagekräftig messen. Eine Idee ist, Cookies zu benutzen. Beim ersten Besuch auf der Seite kriegt der User einen Cookie verpasst und dann haben wir identifiziert, okay, der hat sich, dieser eine da, der Hans Meier, der hat sich jetzt die Seite angeguckt. Und wenn er nochmal kommt, dann wird er bei den Distinct Users nicht mitgezählt. Vielleicht erst am nächsten Tag wieder.
da wird er dann wieder mitgezählt, weil ja dann sozusagen die neue Seite existiert, andere Werbung vielleicht. Wir könnten uns aber auch basierend auf den Cookies überlegen, dass wir, gerade wenn wir hier über Distinct User sprechen, dass wir dann dem immer andere Werbung zeigen, jedes Mal, wenn er vorbeikommt. Also bei der Seitenabfrage gucken wir mal, welches Cookie gesetzt ist, und dann geben wir ihm wieder irgendein anderes Stück Reklame. Also mit Cookies kann man sowas machen, und natürlich bei den Einkaufswagen kann man Cookies setzen und sozusagen den Einkaufswagen im Cookie beim User speichern. Das wäre ja auch eine vernünftige Möglichkeit. Ne? So hat man es auch eine Weile lang gemacht, gerade in der Anfangszeit. Heutzutage ist es eher so, dass man das Cookie im Cookie eine ID ablegt und das dann immer mal wieder abfragt, das Cookie, dem den richtigen Warenkorb zu zeigen. Oder mindestens dann, wenn er den Warenkorb anschauen will oder wenn er auf in den Warenkorb legen klickt, dass man dann das Cookie abfragt, um es in den richtigen Warenkorb reinzukriegen. Allerdings, diese Nachfragen verursachen Netzlast, da kann man jetzt mit den Schultern zucken, was sie aber auf jeden Fall verursachen. Ich stelle eine Anfrage, der Server fragt erstmal zurück nach dem Cookie, kriegt das Cookie, wir fügen den ganzen Roundtrip hinzu. Und das ist hässlich, denn es produziert Latenz. Latenz, die den Benutzern heute sicher nicht mehr gefällt, und wenn sie auf irgendeiner Seite bei einem Versandhändler oder sowas sind und die ist durch diese Cookie-Abfrage so langsam, dann gehen sie eben vielleicht nicht mehr beim nächsten Mal auf diese elend langsame E-Commerce-Seite. Allerdings, für, sagen wir mal, mittel- und langfristige User-Verfolgung, Verfolgung ist schon ein bisschen harter Ausdruck, aber für User-Tracking werden Cookies immer noch benutzt. Das sehen Sie zum Beispiel auch daran, wenn Sie bei Amazon sich mal eingeloggt haben und am nächsten Tag wieder zurückkommen, dann begrüßt er Sie wieder freudig. Wir dürfen Sie zurückbegrüßen hier und so weiter und so weiter. Wenn Sie dann Ihren Warenkorb benutzen wollen, werden Sie trotzdem noch gebeten, sich wieder einzuloggen. Aber immerhin kennt er sozusagen Ihren Namen noch und kann Ihnen auch dann entsprechend die Produkte anbieten, für die Sie sich wohl gestern interessiert haben und so weiter. Das ist natürlich durchaus im Interesse des Händlers. Cookies, ich weiß nicht, sollte ich vielleicht noch kurz erzählen. Cookies sind also so kleine Informationsstückchen. Ich glaube, beim Netscape und beim Firefox sind das Zeilen in der Datei Cookies. Die heißt auch tatsächlich Cookie, diese Datei, oder Cookies. Und das sind das in der Textzeilen eingetragen. Ich glaube, der Internet Explorer, der generiert für jedes Cookie eine eigene Datei, was natürlich schon ein ziemlicher Hammer ist, ne? Insbesondere wenn man sich überlegt, dass die Allocation Size von Dateien irgendwie 4 Kilobyte oder 8 Kilobyte groß ist. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie ein Cookie gesetzt kriegen, sind 8 Kilobyte auf Ihrer Festplatte weg. Bei einem Gigabyte ist das vielleicht nicht so richtig störend, aber wenn Sie dann über die Jahre Tausende von Cookies angesammelt haben, dann fragt man sich schon, ob das richtige Konzept ist. Also beim ersten Besuch werden die gesetzt. Naja, was passiert? Sie gehen auf die Webseite hin. Der Server fragt nach dem Cookie. Ihr Computer antwortet, ich habe kein Cookie. Dann sagt er, jetzt kriegt er aber ein Cookie. Und dann wird das da eingetragen. Und da steht dann eine ID drin. Das ist jetzt noch nicht so richtig die User-ID, sondern es ist eher eine Cookie-ID. Wenn Sie sich dann einloggen, dann kann er die Cookie-ID mit Ihrem Usernamen assoziieren. Aber Sie sehen, wir haben da jetzt schon beim ersten Mal sogar zwei Roundtrips hinzugefügt. Wo ist denn das Cookie? Nur hab keins. Und dann wird das Cookie noch gesetzt.
Bei zukünftigen Anfragen kann er das Cookie dann allerdings immer wiederholen. Im einfachen Fall hier bei Distinct Users setzt man so ein Cookie und fragt es jedes Mal wieder ab, wenn der kommt, wenn eine Anfrage kommt. Das ist noch relativ harmlos. Bei mehreren, bei solchen Einkaufswagen oder hier Authentisierung bei Abo-Diensten wird das Cookie benutzt. Jedes Mal, wenn Sie abfragen, dann schaut er gerade solche Abo-Dienste, schauen dann eben nach, ob Sie das Cookie haben oder auch nicht. Selbstverständlich kann man sich natürlich irgendwelche schönen Tricks überlegen, wie man da Cookies fälscht und so weiter, aber das wollen wir hier mal nicht diskutieren. Aber sicher kann man da auch irgendwelche, nicht nur sicher kann man, sondern man kann da mit kryptografischen Sachen weiterkommen, irgendwelche langen Codes da reinschreiben, die eben nicht so gut fälschbar sind. Wenn man lange genug nachguckt, in seinem Webbrowser in den Einstellungen guckt, dann kann man auch tatsächlich sich die Cookies anzeigen lassen, die Cookies gezielt löschen. Sie werden feststellen, dass da große Mengen Cookies aufgelaufen sind. Wer hat schon mal also Cookies wirklich angeschaut und einzeln durchgegangen? Okay. Übrigens, wenn man diesen im Firefox und auch im Opera und solchen Sachen hat es dieses Private Browsing, da kann man dem auch die Cookies abgewöhnen, dem Webserver, dem Webbrowser sagen, er soll jetzt keine Cookies mehr nehmen, beziehungsweise das ist die eine Möglichkeit, dann gehen eigentlich manche Webseiten nicht mehr. Die nächste Möglichkeit ist, dass man Cookies löscht, nachdem man den Webbrowser beendet hat. Beim nächsten Mal, wenn man den Webbrowser öffnet, sind dann alle Cookies weg. Das ist eigentlich eine ganz vernünftige Technik. Allerdings müssen Sie dann vielleicht öfters mal wieder Ihren Usernamen eingeben, wenn Sie auf irgendeine Seite kommen. Also man wird öfter nach dem Einloggen gefragt. Also Cookies, um Persistenz zu bekommen. Das nächste ist, und das hat Amazon konsequent betrieben. Ich glaube, das ist auch heutzutage noch so. Das ist eigentlich eine anspruchsvolle Sache. Da muss der Webserver so eine ID, die er ihrer Session zugeordnet hat, in alle Links auf der Webseite eintragen. Wenn wir uns diese hier, da müssen jetzt wahrscheinlich da hinten die Augen zusammenknallen, ja? Wie bitte? Warum ist es zusätzlich ein Netzlass von durch die Cookies? Denn wenn ich jetzt ein HTTP-GET-Request mache, ja, schicke ich da dann ja das Cookie mit. Automatisch. Also wenn ich in meinem Cookie-Manager mein Cookie von Google nehme, jetzt rufe ich die Seite von Google ab, schicke ich ein GET-Request und da steht das Cookie mit drin. Wenn das der Webbrowser, wenn er das so macht, ja. Genau. Ja. Und das ist ja nicht sozusagen ein extra Request, also mein Paket, was ich sowieso schon habe. Ja, aber wenn Sie jetzt eine Anfrage stellen, dann muss Ihnen ja ein Cookie gesetzt werden. Und das ist immerhin, das ist eine Transaktion, ne? Kommt das nicht in der Antwort vom Server sozusagen wieder? Also ich frage, das weiß ich, mit GET die Seite. Das könnte schon so sein, ja. Okay, das weiß ich nicht. Kann sein, ja. Könnte man so machen, ja. Also dann würde keine Latenz zusätzlich entstehen. Ne? Ja, doch, das müsste schon gehen. Aber da muss ich nochmal nachsehen, wie das so im Allgemeinen gemacht wird. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es eine separate Transaktion produzierte, aber es ist natürlich schon so, dass die mittlerweile schlauer geworden sein können. Ja, okay. Also, dann korrigieren wir uns hier mal schnell. Wenn der Browser das Cookie mitschickt, wenn er die Anfrage schickt, also wenn er durch seine Cookie-Datenbank durchgeht oder durch seine Cookie-Datei durchgeht und findet, dass da schon ein Cookie für die Seite ist und es gleich mitschickt, dann klappt das auch. Ohne zusätzliche Latenz. Dankeschön. Dann muss ich mich noch ein bisschen kundig machen.
Hier habe ich noch diese schöne URL von Amazon. Und was wir hier drin sehen, ist so eine, sind solche, hier, das ist die ASIN, das ist die Amazon-Version von so einer Buchnummer ISBN, also Amazon-Artikelnummer eigentlich. Und hier sehen Sie so eine Query-ID. Und mit der Query-ID, wenn der Server beim Erzeugen der Antwort für Sie, beim Generieren der Webseite für Sie, so eine Query-ID überall einsetzt, in die Webseite, auf alle Links, und Sie klicken dann auf irgendeinen Link auf der Webseite, dann kriegt er bei der nächsten Anfrage, da wird ja das hier geschickt, gleich wieder Ihre ID mit und kann für Persistenz sorgen. Irgendwas nicht in Ordnung hier? So, und kann für Persistenz sorgen, mit dieser überall eingegrabenen ID. Da muss der Webserver aber ganz schön dran arbeiten, dass er auf allen Links, die auf der Seite sind, die er Ihnen schickt, diese ID da, diese hier eingräbt. Hier stehen noch mehr so Referenzen und sowas drin. Ich empfehle Ihnen, sich mal die vollen Links in so einer Amazon-Webseite anzugucken, vielleicht mal Page Source auf irgendeiner Amazon-Webseite anzuschauen, und dann finden Sie da solche interessanten IDs. Mit denen ja sowas wie Tracking erfolgen kann. Deshalb ist es übrigens auch gut, wenn Sie jemandem irgendeine Mail schicken oder in einem Chat einen Link schicken, dass Sie kurz bevor Sie den Link abschicken, da mal reingucken und irgendwelche IDs rausfischen, sodass Ihr die andere Person da nicht in ihren Account oder in ihren Warenkorb reinkommt, wobei die Server sich schon darum kümmern, dass die diese ID mit der IP-Nummer assoziieren, von der das auch geholt wird, aber also das kommt darauf an, wie der Webserver programmiert ist, und vielleicht wenn man da einfach einen Link reinpastet, gibt man da mehr Informationen preis, wenn Sie in irgendeine E-Mail so einen Link reinpasten, mehr Informationen preis, als Sie wirklich wollen. Ich habe auch, so alle paar Monate kriege ich mal irgend sowas, wo jemand mehr reingetan hat, als wirklich sein sollte in die Mail. Also hier, da sind Session-IDs eventuell drin, je nachdem, wie dieser Server das Tracking macht. Und dann gibt es noch diese langlebigen Seitenkomponenten. Das kann man mal zum Beispiel mit Frames machen. Frames waren mal eine Zeit lang ganz beliebt auf Webseiten drauf. Da besteht dann die Seite, die Sie angezeigt kriegen, eigentlich aus mehreren HTML-Teilen, vielleicht einen oben drüber, einen links und dann noch so eine Inhaltsseite. Früher war das markiert mit irgendwelchen Balken, geht auch unsichtbar. Und in diesem Fall würden Sie dann einen Frame bekommen, der oben links angezeigt wird, vielleicht ganz klein ist, und in dem wir irgendeinen langlebigen Inhalt haben. Da könnte man auch dann in so einen Frame, beziehungsweise auch einfach auf der Seite separat, ein unendlich langes GIF einbetten. Also so eine Art Video, da wird dann eben alle paar Sekunden ein kleiner Update geschickt, sozusagen ein weißes Pixel oder ein graues Pixel oder ein blaues Pixel. Man könnte sowas auch mit irgendwelchen Flashes oder sonstigen Mechanismen erzeugen. Hauptsache, man hat sozusagen einen Partner auf der anderen Seite, der einem immer wieder was schickt. Oder vielleicht ein kleines JavaScript reinstecken, was zyklisch immer wieder eine Anfrage stellt, sodass man erst, wenn der die Seite zumacht, diese Anfrage nicht mehr kriegt, beziehungsweise dieses GIF dann hier abgebrochen wird, die TCP-Verbindung von dem GIF nicht weiter existiert, und dann merkt man, dass der andere weg ist. Also konzeptuell unendlich lange Elemente da einbauen. Das können Anfragen sein, die der
Klient dann mit irgendeinem JavaScript ständig stellt oder eben solche GIFs, die immer mal wieder ein Update kriegen, vom Server aus geschoben. Und für sowas hier wird das zum Beispiel gern benutzt. Übrigens mit solchen Cookies, es gibt nicht nur Cookies auf der Cookies, die vom Server bei Ihnen gesetzt werden, sondern man kann wohl auch Cookies setzen von anderen Servern, die irgendwelche eingebetteten Inhalte auf ihrer Seite haben. Und das ist sozusagen mit einem Seitenbesuch gleich mehrere Cookies von irgendwelchen anderen Leuten kriegen. Zum Beispiel auch wieder bei Anzeigennetzwerken funktioniert sowas ganz gut. Für den User ist es natürlich schon irgendwie allmählich überraschend. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie gucken sich bei irgendeinem Elektronikhändler hier in der Gegend einen Artikel an. Beim nächsten Mal, wenn Sie auf Spiegel Online gehen, kriegen Sie da plötzlich Reklame von diesem Elektronikhändler für genau diesen Artikel, den Sie sich da vorgestern angeschaut haben, gesendet. Da wundert man sich dann schon, ne? Was da so im Hintergrund, im Internet für mich so betrieben wird. Also, wenn man auf eine Webseite geht, kriegt man eventuell nicht nur von der Webseite einen Cookie, sondern auch andere möchten dann Cookies bei einem setzen. Das ist übrigens auch was man in den Cookie-Einstellungen unterbinden kann. Ich habe jetzt über, sagen wir mal, Serveraspekte vom Web gesprochen. Ich möchte jetzt, da hatten wir ja auch diese PHP-Skripte, es gibt aber natürlich auch noch viel mehr interessante Inhalte, die dem Webbrowser geschickt werden können. Ein Teil davon sind Programmfragmente. In der Webseite, die Sie sich angucken, da kann auch ein Stück Programm drin stecken. Es gibt ein paar Möglichkeiten dafür. Ich möchte hier heute über zwei sprechen. Art 1, JavaScript. Ich habe das schon in der Grundlagenvorlesung GDI gemacht. Sie haben auch sicher schon jetzt genug davon gehört. Sie haben vielleicht auch schon fleißig JavaScript programmiert. Wer hat noch nicht JavaScript programmiert? Einer. Okay, also gehen wir mal schnell durch. In HTML-Seiten Programmfragmente reinzustecken. Das heißt JavaScript, obwohl es eigentlich gar nicht Java ist, aber als Netscape diese Skripts entwickelt hat, um sie in HTML einzubetten, war Java gerade so der große Hype in der Netzgemeinde. Und da haben sie sich gedacht, ach, nennen wir auch mal JavaScript. Zunächst mal war das dafür gedacht, Fenstergröße und Fenstergestaltung zu beeinflussen. Heutzutage wird es aber auch gerne benutzt, um zum Beispiel irgendwelche Menüs zu machen, um Effekte zu generieren und vor allen Dingen auch komplexere Web-Applikationen zu gestalten. Darüber vielleicht später noch ein bisschen mehr. Diese Skripte, die laufen im Browser. Da gibt es einen Interpreter, der die im Browser laufen lässt. Weil heutzutage viele JavaScriptchens in den Webseiten drinstecken, ist es, wenn es um Geschwindigkeit, um Performance vom Browser geht, wichtig, dass der JavaScript schnell ausführen kann. Und jedes Mal, wenn die Firmen ihre neueste Version vom Webbrowser, den Internet Explorer, den Chrome oder den Firefox oder den Safari oder Opera produzieren, dann veröffentlichen sie das dann bei der Reklame dafür, in der Pressemitteilung dafür mit irgendwelchen JavaScript-Benchmarks. Wie über alle Benchmarks kann man natürlich auch da streiten, aber das zeigt auch irgendwo, wo der Schwerpunkt liegt, und effiziente, schnelle JavaScript-Ausführung ist ganz wichtig geworden. Also diese
wie schnell dieser Interpreter da ist. Diese JavaScripts, die sind eingebettet in so einen Script-Tag im HTML und hier steht das, und das ist natürlich ein primitives, das Ihnen eine kleine Dialogbox anzeigt. In der Hello World steht, in diesem mit OK wieder wegklicken müssten. Dieses bisschen JavaScript hier drin. Allerdings habe ich jetzt noch nicht über den Aufruf gesprochen. Wir brauchen irgendwelche Events, die passieren, um diese JavaScript-Funktionen, die hier oben drin stehen, auch anzustoßen. Hier steht also diese Function, die ich hier reingeschrieben habe, Quadrat. Wir stecken eine Zahl rein und der multipliziert die Zahl mit sich selber und gibt dann das Ergebnis aus. Das Quadrat von Zahl ist, und dann steht da hier das Ergebnis, was wir vorher berechnet haben. Wieder diese kleine Dialogbox, das Printf der JavaScripte, wenn man so will. So ein Alert. Wenn das Ding hier oben drin steht, heißt es aber noch nicht, dass es aufgerufen wird. Aufgerufen wird es erst, wenn hier in einem anderen Tag im Body von dem Dokument, das ist ja hier der Header, wenn in dem Body vom Dokument ein Anreiz entsteht, dass es aufgerufen wird. Zum Beispiel, wenn wir hier diesen Button klicken. Ich habe jetzt hier einen Button erzeugt, der auf der Webseite steht, ein Input-Element, Type Button, Value, Quadrat von 6 errechnen und dann OnClick. Da wird dann hier diese Funktion hier oben aufgerufen. Wir brauchen also, wenn was passiert, müssen wir Events generieren. Und hier zum Beispiel in diesem Input-Element, wenn der Benutzer da draufklickt, OnClick, das ist der Event von dem Button, dann wird dieser Event-Handler, die Funktion, aufgerufen. Ne? Also das ist so ein bisschen wie, Sie schreiben eine Klasse und die reagiert auf Messages, und wenn Sie die Message aufrufen, dann werden die Funktionen in Ihrer Klasse mit dem Kontext Klasse aufgerufen. Attribute in HTML-Tags. Die Ausführungsbestimmung steht da, Bedingung steht da drin. Zum Beispiel dieses OnClick. OnLoad ist, wenn die Webseite geholt wird, angezeigt wird. OnClick, wenn jemand auf den Button klickt. OnMouseOver, auf die Weise macht man irgendwelche solche Menüs, die automatisch aufklappen. Wenn der Benutzer die Maus über einen Tag bewegt, einen HTML-Tag bewegt, in dem OnMouseOver und dann so ein Funktionsaufruf drinstehen, dann wird die Funktion aufgerufen. Das ist so ein, wir schreiben hier oben eigentlich kein richtiges Programm, sondern wir schreiben Handler für Events. Und wenn man sich jetzt, man kann natürlich auch diesen klassischen Programmmodus damit nachbilden, dass das Programm aufgerufen wird, das Main aufgerufen wird. Das könnte man am ehesten noch mit so einem Onload machen. Sobald die Seite gerufen wird, angezeigt wird, wird hier dieser Onload-Event ausgelöst. Das heißt, wir könnten in dieses Onload auf diese Art hier so eine Funktion reinschreiben, die hier oben steht, und die könnten wir zum Beispiel auch Main nennen. Dann würde gleich am Anfang, wenn die Seite geladen wird, diese Funktion aufgerufen werden, und dann könnten wir auch ein dickes Programm da drin veranstalten. Könnten wir, müssen wir aber natürlich nicht. Am Anfang haben die Leute in dieses Onload reingeschrieben, dass zum Beispiel das Fenster so groß wird wie der Bildschirm. Furchtbar lästig, das Browserfenster so groß wird wie der Bildschirm, den ganzen Bildschirm greifen. Und also heutzutage passiert einem das selten. Man kann es übrigens auch dem Browser sagen, dass er das nicht machen soll. Da gibt es auch irgendwo eine Option in den Preferences. Aber wenn Sie in so einem Framework
für das macOS oder für das iOS oder für Windows programmieren, MFC und so weiter, dann programmieren Sie ja auch so, dass Sie Event-Handler installieren für das, was am User-Interface passiert, auf Ihrem Fenster. Und so können wir uns das hier auch vorstellen, beziehungsweise das hier können wir als Beispiel nehmen für diese Art von Programmieren, wenn wir neu sind zu MFC. Hier schnell durchgehen. Notation ist ein bisschen ähnlich wie Java und C und so weiter. Zuweisungen, na ganz einfach, Zahl ergibt sich zu 0, Zahl plus, Zahl, na, wie wir es eben kennen. Wir können auch kleine Förmelchen hinschreiben, so wie in C. Natürlich hat es bedingte Anweisungen und Schleifen. Ich habe übrigens eine Bachelorarbeit gerade herumliegen. Da schreibt einer nicht nur einmal, sondern ungefähr 17 Mal von der If-Schleife. Ich weiß jetzt nicht, was es sein soll, so genau. Ich vermute mal, er meint das hier mit der If-Schleife, einfach eine If-Anweisung. Meine Assistenten haben mir dann gesagt, dass gerade Erstsemester, wenn es mit dem C-Programmieren losgeht, gerne von If-Schleifen sprechen. Ich frage mich, ob ich in der Vorlesung mal irgendwie systematisch was Falsches sage. Aber nun gut. Also hier das If-Statement. Danach steht gleich eine Schleife, das ist die While-Schleife und das hier ist die For-Schleife. Natürlich hat es sowas, ohne würde das Programmieren eben nicht so richtig viel Spaß machen. Andere Funktionen aufzurufen, andere JavaScript-Funktionen, welche die es schon gibt, das ist das Alert oder selber gebastelte, selber geschriebene Funktionen. Natürlich kann man auch wieder mehrere Statements zusammenfassen zu einem mit den geschweiften Klammern, na, wie üblich. Bei den Variablen sieht es im JavaScript etwas trauriger aus. Insbesondere gibt es keine anständige Typprüfung. Kein ordentliches Typenkonzept. Ja, wir vereinbaren Variablen, hier zum Beispiel var Antwort ist gleich 42. Und hier vereinbaren wir einen String, war Frage, ist gleich, und da steht was mit Hochkommas da. Und wo steht da, dass das eine ein String sein soll und das andere eine Zahl? Da steht eben gar nicht. Wir vereinbaren mal eine Variable, wir könnten übrigens auch war irgendwas Strichpunkt hinschreiben, dann hätten wir mal eine Variable gemacht. Und bei der ersten Zuweisung, die auch später erfolgen kann, überlegt sich dann der Interpreter, was dazu gewesen wird, und wenn es ein String ist, ist die Variable dann jetzt eben ein String, und wenn es eine Zahl ist, ist die Variable dann eben jetzt mal eine Zahl. Das ist natürlich etwas bequem, aber ein richtiges Typenkonzept für eine Programmiersprache sieht anders aus. Langfristig gesehen ist es riskant, wenn man eine Programmiersprache macht, mit der man kleine Skriptchens macht, die jedes 5, 6, 10 Zeilen lang sind und davon hat man 10 in seinem Dokument drin, dann ist es kein Problem. Klar, sowas ist auch einfach debuggt, aber wenn man damit was Größeres machen will, tausende von Zeilen, dann ist das schon ein Problem. Vielleicht braucht man dann andere Tools, die nochmal drüber gehen und eine extensivere Prüfung durchführen. Ein bisschen aufpassen, was sie da eigentlich machen. Das könnte man natürlich schon auch noch programmieren, sowas. Wir können globale Variablen haben oder funktionslokale Variablen haben. Na klar, globale Variablen brauchen wir, wenn wir irgendwelche Zustände halten wollen, Zustände, die die Webseite hat, solange sie angezeigt wird. Und die wir dann in den Funktionen abfragen können, in den Funktionen setzen können. Es gibt ein Objektkonzept im JavaScript. Wir können Objekte selber definieren, es gibt aber auch vordefinierte. Zu den vordefinierten gehört das Window und wir können uns zum Beispiel hier ein neues Fenster machen. Wir schreiben also so eine Variable hin. Hier entsteht natürlich ein ganzes Objekt und hier entsteht das Objekt
Wir haben nur hier die Variable und der weisen wir die Referenz auf dieses neu entstandene, auf dieses, diese Instanz der Klasse Window zu. Und jetzt können wir zum Beispiel eine Message an unser Fenster schicken, dass es aufgemacht werden soll. War übrigens auch eine beliebte Geschichte, sagen wir mal, vor 15 Jahren, dass irgendwelche Webseiten neue Fenster aufgemacht haben, in denen irgendwelche JavaScript, mit JavaScript neue Fenster aufgemacht haben. Sieht man eigentlich heute immer noch, manche Zeitungen machen das so, um Reklame anzuzeigen. Andere Seiten machen das, um zusätzliche Inhalte anzuzeigen. Die erzeugen dann auch gerne Fenster, die man nicht so einfach wegkriegen kann, ohne Closebox und all solche Dinge. Also teilweise etwas fragwürdig. Übrigens, dieses neue Fenster mit einem JavaScript öffnen, kann man im Browser in der Konfiguration auch irgendwie unterbinden, zumindest in manchen Browsern. Aber hier sehen Sie, naja, so die typische Art, wie man einem Objekt eine Message schickt. Ein neues Fenster.open würde das Fenster anzeigen. Funktionen, die wir schreiben, die kann man aus anderen Funktionen, die wir geschrieben haben, aufrufen, wie wir uns das gewöhnt sind, oder eben in diese Event-Händler reinstecken. Das ist so ein erster Teil zum JavaScript. Ich muss dann später nochmal darauf zurückkommen, in diesem Kapitel Web 2.0. Das wir vielleicht heute noch anfangen. Zunächst aber noch ein wenig über Applets. Applets sind ein bisschen aus der Mode gekommen. Es gibt sie aber noch. Viele Leute haben eigentlich auch Angst davor. Die JavaScripte war etwas, was wir in die Webseite eingebunden haben als Quellcode. Applets ist mehr so eine Art eigenständiges Programmlein. Dieses eigenständige Programmlein wird in der Webseite referenziert und wird dann eingebettet in einem, sagen wir mal, in einem Unterfenster in diese Webseite ausgeführt. Ausgeführt in dem Sinne, dass es muss einen Java-Interpreter auf Ihrer Maschine geben. Der muss irgendwie installiert worden sein. Vielleicht hat der Webbrowser bei der Installation gleich mit installiert, vielleicht haben Sie sich einen Java-Interpreter, so einen Java-Runtime holen müssen, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, zu so einem Java-Interpreter, eine Java-Runtime holen müssen, die Sie installiert haben. Vielleicht ist es aber auch mit Ihrem Betriebssystem mitgekommen. So eine Java-Runtime, das ist ein Prozess, der läuft auf Ihrer CPU. Da steckt der eigentliche Interpreter drin. Java ist so halb übersetzt. Aus den Java-Statements wird von einem Compiler Java Object Code gemacht. Bytecode nennen die das. Das ist eine virtuelle Maschine. Es ist auf einem bisschen höheren Niveau als, sagen wir mal, ein RISC-Prozessor oder als die Intel-Architektur, aber es ist schon so, wenn man sich den anschaut, ist es dann schon so ein bisschen so wie ein High-Level-Assembler, formulieren wir es mal so. Was zwischen der Programmiersprache und dem Object-Code. Zu der Java-Runtime gehört aber nicht nur dieser Interpreter, da muss man sich natürlich auch darum kümmern, dass der möglichst flink ist, denn er schaut sich schon jede Operation, jeden solchen Bytecode einzeln an und macht aus einem Bytecode dann eine Sequenz von mehreren Maschinenbefehlen auf ihrer Architektur. Ja, hier habe ich was dazu geschrieben, ne? Diese Java Virtual Machine, yet another Virtual Architecture, habe ich mal dahin geschrieben. Jetzt mit Y vorne dran. Ne? Es ist ein virtueller Prozessor und hier sind so
Instruktionen dafür. Und sowas da kommt einem schon irgendwie bekannt vor. Fmul und dmul und dload und if equal und so weiter. Was gleich eingebaut ist in diese Java Virtual Machine, sind Threads. Diese Threads erlauben eine leichtgewichtige Prozesse. Die laufen dann hier drin in dieser virtuellen Maschine ab. Und die virtuelle Maschine macht dann auch eigenes Scheduling und so weiter. Die Compiler erzeugen Bytecode. Dieser Bytecode-Interpreter, der kann jetzt jeden von diesen Bytecodes hier nehmen und einzeln ausführen. Er kann aber auch so eine Art Just-in-Time-Compilation nochmal machen, indem er die Bytecodes, die da drin stehen, durch Sequenzen von Assembler-Befehlen ersetzt. Gerade für Schleifen oder so was ähnliches, der kommt an so eine Sequenz von Bytecodes vorbei, erzeugt für jeden Bytecode ein Stückchen Assembler, legt die so hintereinander. Wenn der Schleife wieder vorne hinspringt, dann kann er jetzt durch den Assembler-Code durchgehen. Er könnte sogar diesen Object-Code von der Maschine, die er da hat, sogar noch optimieren und sowas machen die auch heutzutage. Allerdings, eine statische Übersetzung ist nicht so einfach für Java. Das scheitert hier steht Native Compiler möglich, mit Einschränkungen. Da muss man ein paar Abstriche machen von der Programmiersprache, dann kann man auch Native Compiler haben, also solche, die direkt Object Code erzeugen. Aber wenn man das volle Java haben möchte, dann geht es dummerweise gerade nicht. Java ist eine ordentliche Programmiersprache, eine richtig ordentliche Programmiersprache, typensicher, mit gerade extensiven Typprüfungen. Das ist schön, denn wenn wir dickere Programme schreiben, dann ist es eben gut, wenn bei einer Zuweisung überprüft wird, ob das dieselben Typen sind oder ob wir da nicht irgendwie was falsch machen und das eine Objekt einem anderen zuweisen oder ob wir inkompatible Datenstrukturen zuweisen, ob es das Feld wirklich gibt da drin und all solche Sachen. Also das wird, die Typsicherheit ist angenehm da drin. Ich habe hier noch einen Teil nicht erzählt. Also dieser Bytecode-Interpreter, die Java steckt in der Java Virtual Machine drin und wir laden hier verschiedene Applets in diese Maschine drin. Zu der Maschine, die diese Applets mit ihren Klassen hier lädt, gehört aber noch mehr. Da gehört eine große vorfabrizierte Bibliothek von Klassen hinein, Klassen dazu. Die werden mit der Java Runtime ausgeliefert und da stecken dann so Sachen drin wie Fensteranzeigen und Grafiktoolbox und Kommunikation und so weiter und so weiter. Die verwenden eventuell natürlich, viele von denen sogar, Funktionen vom Betriebssystem in der Wirtsmaschine, in der wir da laufen oder die Toolbox und so weiter. Das heißt, die Java Virtual Machine, die ganze Runtime, die muss nicht nur angepasst sein an unsere CPU-Architektur, die muss auch gegen die Toolbox und gegen das Betriebssystem programmiert sein. Die Java Runtime ist nicht portabel, in dem Sinne, als Sie sie einfach irgendwo runterladen können und dann mal laufen lassen können, eine auf verschiedensten Architekturen, sondern die ist betriebssystemgebunden und natürlich Prozessorarchitektur gebunden. Die Java Applets, die Sie aus dem Internet laden können, mit einer Webseite laden können, die sind hingegen plattformunabhängig. Na, deren Plattform ist das hier und das hier. Beim Object Code das hier und bei den Funktionen, die Sie benutzen, aus der Runtime eben das hier. Aber dann sind sie portabel. Wenn Sie eine Java Runtime haben auf einer Windows-Maschine und ich habe eine Java Runtime auf einem Mac,
und der dritte auf seiner Linux-Kiste. Und wir gehen auf eine Webseite und da liegt eine Applet rum, dann gibt es nur eins eben für das auf allen dreien ausgeführt werden kann. Die können unter Umständen anders aussehen, weil ja hier oben die Toolbox benutzt wird und die irgendwelche Sachen anders anzeigt. Aber das Applet ist auf diese Weise plattformunabhängig. Hier habe ich noch eine, habe ich noch drei Zeilen, über die ich was sagen muss. Erstens, das Java taucht nicht als Java, aber mit dem Namen Java im JavaScript auf. Ich möchte nochmal sagen, ist kein Java. Das Java kann als Applet in der Webseite auftauchen, im Web transportiert werden, zu Ihrer Virtual Machine hin transportiert werden. Das wird dann hier ausgeführt. Und drittens, es gibt Server-Side Java. Das ist wahrscheinlich das beliebteste Java heutzutage. Viele Hersteller programmieren in Java für ihre Server. Und die vierte Sache, die ich hier nicht hingeschrieben habe, hier steht ja Java und Web oben drüber, das ist, dass sie selbstverständlich auch Java auf ihrem Standalone-Programme für ihren auf ihrem PC oder auf ihrem Unix-Rechner schreiben können und da laufen lassen können. Und die bekannteste Programmierumgebung fürs Java, das ist die Eclipse von IBM. Den sind sie wahrscheinlich auch schon über den Weg gelaufen. Ein ziemliches Monster, aber in der Funktionalität schon auch ziemlich gut. In Java werden übrigens auch die Android-Telefone und Android-Tablets programmiert. Also Java, das kommt hier auch noch irgendwie dazu. Also Java ist schon weit verbreitet. Java als Programmiersprache so für Feld-, Wald- und Wiesenprogramme wird allerdings nicht mehr so häufig verwendet wie noch vor ein paar Jahren. Ich möchte nicht über Syntax und so weiter von Java sprechen. Ich möchte nur ein bisschen was über dieses Java Runtime Environment sagen. Eigentlich ist das ein komplettes virtuelles Betriebssystem mit Toolbox und so weiter. Da gibt es jede Menge Klassen mit häufig gebrauchten Funktionen. Zur Stringverarbeitung, um aufs Netzwerk zuzugreifen und. Hinter den drei Pünktchen stehen mehr als drei Klassen, formulieren wir es mal so. Eine, die ich hier nur kurz zeigen will, ist dieses da, der AWT, Another Window Toolkit. Das hier sind grafische Elemente von diesem AWT. Ich habe hier mal auf meinem Mac ein Java Applet runtergeladen. Hier sehen Sie das Applet Window und dann hier laufen lassen in diesem Fenster. Und das ist so eine kleine Grafikdemo. Da kann man dann hier was auswählen und mal die Funktionen ausprobieren. Also da gibt es die klassischen Buttons, wie man sie kennt. Checkboxes, da ist eine. Choices, das ist sowas hier. Genau, dann die Liste, die haben wir hier. Oder auch einfach nur auf diesem Canvas, auf der Leinwand, eine Gerade gemalt. Also das, grafische Objekte. Ne? Das, was man eben so braucht. Scroller hat es auch. Und so, um so auszusehen, als ob man eine ganz normale Applikation ist. Man merkt das typischerweise, dass das ein Applet ist, was einfach ein bisschen langsamer ist. Denn Sie müssen sich immer überlegen, wenn Sie hier sagen, ich möchte eine Gerade zeichnen, dann wird hier eine Klasse aufgerufen, in dem Toolkit, und die ruft wieder hier die Toolbox auf, die es auf der konkreten Plattform zeichnet. Es ist also sozusagen ein Grafiksystem dazwischen. Ein weiteres Grafiksystem dazwischen. Ja, das hat dann Grafikkontexte, ist zustandsbehaftet und so weiter. Das ist das Grafik- und
Windows-System, das hier, es gibt auch fürs Java noch mehr und das ist nicht mal das Neueste, durchaus nicht das Neueste der AWT. Wir haben in dem Java Runtime eine weitere Betriebssystemumgebung zusätzlich zu der auf dem Betriebssystem, auf dem wir wirklich laufen. Und nein, das muss natürlich Zeit kosten, das geht eben nicht anders. Aber es gibt diese Plattformunabhängigkeit. Weil man ein wenig, ja, weil man diese Applets, weil die beim Besuchen von der Webseite einfach so mitkommen, aber die hier in einem kompletten Betriebssystem drin laufen, die auch das komplette Betriebssystem des Host-Computers benutzen können, könnte man natürlich da auch ein Applet verpasst kriegen, das hier eine Klasse benutzt, um hier über das Betriebssystem eine Datei auf meiner Festplatte zu holen und über das Internet geschwind zu übertragen. Und auch ohne mein Zutun. Wenn man jetzt so munter im Internet herumsurft und man kriegt plötzlich so ein Applet, was da die Festplatte mal absucht, ob es da nicht irgendwelche Kreditkarteninformationen oder sowas gibt, das ist natürlich schon unangenehm. Und deshalb kann man der Java Runtime sagen, was sie denn nicht machen darf. Man kann ja zum Beispiel den Dateizugriff wegnehmen. Allerdings bedeutet das auch, dass das Applet in seiner Nützlichkeit schon reduziert wird, formulieren wir es mal so. Aber immerhin kann es nicht einfach in meiner Festplatte rumgeistern und gucken, was denn da so interessante Sachen rumliegen. Des Weiteren könnte man zum Beispiel einschränken, dass der Netzwerkverkehr nur zur Quelle vom Applet geht und nicht auch auf irgendwelche Seiten von Dritten. Das ist auch so eine typische Sicherheitsvorkehrung. Dass man nicht da ein Applet kriegt, das dann noch von woanders noch mehr Code nachlädt oder andere Informationen dahin überträgt. Am Anfang, als die Java Applets aufkamen, gab es irgendwie so die Hälfte der User im Internet haben nach so ein paar Wochen, als die Leute auch angefangen haben zu berichten, was es da alles so gibt, die große Panik gekriegt und flächendeckend das Java wieder deinstalliert, abgeschaltet, aus Browsern rausgeworfen, überhaupt die ganze Java Runtime weggeworfen und so weiter. Das hat natürlich nicht gerade zur Verbreitung von Java als Mechanismus zur Ausführung von eigenständigen Programmen, die aus dem Internet runtergeladen werden, beigetragen. Etwas, was Sun damals, von Sun kam ja das Java, was Sun damals betrieben hat, als es mit dem Java losging, ist, dass sie APIs für ganz, ganz viele Sachen gemacht haben. Ich kann mich erinnern, ich war auf irgendeiner Tagung, da hat dann einer von Sun vorgetragen, es war so ein eingeladener Vortrag, der sollte uns erzählen, wie toll Java ist, aber das Einzige, was er gemacht hat, war Folien aufgeblättert mit irgendwelchen APIs, die sie jetzt haben. Die erste Folie, die er hatte, das war so eine Seite, die war einfach voll mit 100 oder 150 so API-Namen, die so wolkenartig da zusammengeschrieben waren. So eine API-Cloud, wenn Sie so wollen. Und danach hat er dann so, er hatte ja irgendwie nur eine halbe Stunde, so im 10-Sekunden-Rhythmus irgendwelche Folien angeklickt, in denen er kurz über seine vielen APIs gesprochen hat. Ich habe hier ein paar so zusammengefasst. Da haben wir hier zum Beispiel JNDI, Java Naming and Directory, einen Corba im Java drin, einen Java Database Connector. Und das ist schon was man braucht, damit man zum Beispiel eine SQL-Datenbank, die man da irgendwo liegen hat, laufen hat auf seinem Rechner oder extern auf einem anderen Rechner, dass man mit der kommuniziert. Also das ist sicher ein wichtiger. Ach ja, ich bin kein Corba-Freund, deshalb erzähle ich nicht über die JIDL. Programmieren mit verteilten Objekten. Das steckt da dahinter.
Common Object Request Broker Architecture. Ne? Ein Transaktionssystem fürs Java, Remote Method Invocation fürs Java, also verteiltes Rechnen, Remote Procedure Calls eigentlich, aber naja, weil wir ja objektorientiert sind in Java, sind es eben keine Remote Procedure Calls, sondern Remote Method Invocation. Ein Mail Interface fürs Java, Java Media für 3D-Welten, für in 3D-Welten Video in Video dekodieren im Java drin. Wenn Sie so wollen, ein QuickTime fürs Java. Telefonieanschluss da drin, Sprachkompressoren, Dekompressoren, Audiotreiber und so weiter. So ein Bereich E-Commerce, da gehört unter anderem auch dieses Java Wallet dazu. Das war mal ein Versuch, so Micropayments aus dem Java rauszubetreiben. Also wenn man auf eine Webseite kommt, zum Beispiel 3 Cent abzuliefern, damit man einen Artikel in der Zeitung lesen kann. Solche Dinge, vielleicht auch 30 Cent. Interessant fand ich auch noch das Genie, Java-Gerätekontrolle. Ein Großteil von diesen Interfaces gibt es ja heute noch. Ein Teil wird auch weiter davon betrieben. Ich glaube, das Genie ist auch noch was, sagen wir mal, halbwegs aktiv ist. Da geht es im Wesentlichen um Finden von Geräten, also so Internet of Things-artig, Geräte finden im Web, um die dann anzusteuern. Das ist auch wieder Java-basiert, also wenn wir so ein Gerät gefunden haben, dann können wir uns von dem Gerät ein Java-Applet holen, mit dem wir dann das Gerät konkret steuern können. Also wir haben zum Beispiel einen Lichtschalter zu Hause, der mit dem Internet verbunden ist, sodass wir von hier aus das Licht ein- und ausschalten können. Dann finden wir also unseren Lichtschalter zu Hause im Wohnzimmer übers Internet mit dem Genie. Dann holen wir uns von dem Lichtschalter einen Java-Applet und da hat es dann 2 Knöpfe für ein- und aus. Da können wir das Licht dann ausschalten. Da gibt es natürlich auch irgendwelche interessanteren Sachen, gerade Heizungssteuerung oder so. Oder den Backofen einzuschalten bzw. auszuschalten. So, Internet Devices ist ja etwas, was ich schon vor langem gerne betrieben habe. Formulieren wir es mal so. Diese Applets, die müssen natürlich übertragen werden. Am Anfang wurde der Bytecode übertragen, das geht natürlich auch immer noch, wurde der Bytecode übertragen, also sowas Vorkompiliertes, das man natürlich aber auch in den Disassembler reinstecken kann, um es anzugucken. Und dann können wir schon fast wieder Java generieren daraus. Tatsächlich gibt es so Java Reverse Compiler, mit denen man dann sich den Bytecode wieder übersetzen kann ins Java und dann angucken kann. Und das ist schon ziemlich gut lesbar, was da rauskommt. Und dann gibt es da drin noch 70% Namen. Ich habe mal so ein paar Tests gemacht und bin so ungefähr auf diese Zahlen gekommen. Die Namen, das sind Klassennamen und Methodennamen, die Sie aufrufen. Und Klassen und Methoden, die Sie bereitstellen. Es ist nämlich so, dass diese Runtime hier, um eine Klasse hier zu identifizieren, nicht irgendwelche lustigen oder interessanten Codes hat, sondern dass da eben der Klassenname und der Methodenname drinsteht. Wenn Sie in so einem Applet das aufrufen wollen, dann muss hier als ASCII-String die Methode drinstehen für die Klasse, die Sie hier aufrufen. Oder wenn Sie in sich selber drin, ja, Sie haben natürlich mehrere Klassen hier drin, eine von Ihren Klassen aufrufen, dann steht das da auch drin. Also hier werden die Klassen einzeln übertragen und der Bytecode ist noch relativ kompakt, aber die Namen stehen natürlich einfach offen, nicht natürlich, die stehen einfach offen da drin als ASCII. Das hat schon einiges dazu beigetragen, dass solche Applets, wenn sie kamen, dann immer gleich 100 Kilobyte groß waren. Heutzutage finden wir das vielleicht nicht so viel. In den Zeiten, als man so ein paar hundert Kilobit
Übertragungs paar hundert Kilobit Durchsatz hatte oder vielleicht auch nur 64 Kilobit Durchsatz hatte, war das natürlich schon ganz schön happig. Auch so ein Grund, warum die Applets am Anfang in Verruf geraten sind. Die Klassen wurden einzeln übertragen, jeweils eine eigene TCP-Verbindung dafür, und wenn man anständig programmiert, dann ein anständiges Programm, anständig programmiert, dann kommen da 30 oder 20 Klassen dabei raus, und das bedeutet auch wieder hier jeweils so viele TCP-Verbindungen. Deshalb werden Java-Applets mittlerweile als JARs übertragen, so Java Archives, und die werden eventuell sogar komprimiert. Dann braucht man nur eine Verbindung und wir können aus diesen 70% hier hinten wahrscheinlich nur 7 oder 10% machen, weil sich so Klassennamen relativ gut komprimieren lassen. Kommt ja auch öfters dann in so einem Java Archive vor, ein Name. Also da können wir uns vorstellen, dass Kompression anständig funktioniert. Aber gerade das hier gibt einem auch so ein bisschen einen Einblick in in die Funktionsweise hier. Ich fand das noch ganz interessant und daraus habe ich noch echt was gelernt. Deshalb erzähle ich es hier auch. Im Web in Verruf geraten, deshalb, weil es etwas Schwergewichtiges bei der Übertragung und weil ein Java-Applet eine ganze Menge Rechte auf dem Zielrechner, auf dem es ausgeführt werden soll, braucht, damit es auch was Anständiges tun kann. Naja, jeder von Ihnen, der sich eine App runterlädt aus irgendwelchen App-Stores beim iOS und beim Android, der ist es ja gewöhnt, das steht dann eben dran, die App braucht die und die und die und die Rechte, bei der Hälfte weiß man nicht warum, aber man akzeptiert es eben trotzdem, weil man die App nur laufen lassen will. Im Umfeld von iPhones und Android-Devices akzeptieren die Nutzer das, im Umfeld von dem PC haben sie es eben nicht so akzeptiert. Wobei, na gut, der App Store bei Apple, der ist halbwegs gut bewacht und wir glauben zumindest, dass böswillige Apps da relativ schnell wieder herausfliegen, formulieren wir es so. Da ist das Vertrauen der Benutzer größer, aber die Leute haben natürlich auch aus diesem Scheitern der Java-Applets was gelernt und haben ihre App-Stores, sagen wir mal, vorsichtiger oder besser bewacht programmiert, sodass das nicht so eine offene Umgebung ist wie das Internet, wo man mit seinem Browser irgendwo hingeht und da bekommt man dann ein blödes Applet angedreht. Fragen zum Thema Java-Applets. Wer hat eigentlich schon mal ein Java-Applet programmiert von Ihnen? Ein Applet? Okay. Und wie fanden Sie es? Geht schon. Oder toll? Abwechslungsreich. Wie bitte? Abwechslungsreich. Oh. Okay. Abwechslungsreich. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Und ich komme jetzt zum Stichwort Web 2.0. Das Web 2.0, das gibt es schon eine ganze Menge Jahre. Der Begriff, der stammt vom Tim O'Reilly. Ich habe ja schon erzählt, der Tim Berners-Lee, der hat das, war das 88, 89 programmiert oder ja, für die Wissenschaftler am CERN. Und als er das dann also angeboten hat auf dem FTP-Server für den Rest der Welt und als der Mark Andreessen den Mosaik programmiert hatte,
bei der NCSA und das auch als auf dem FTP-Server lag. Da haben die Wissenschaftler, das waren ja auch 90% der Bevölkerung des Internets, sagen wir mal 1993, waren Programmierer und Wissenschaftler. Wissenschaftler, die Programmierer so ein bisschen in Industrie. Aber das Web ist auch nur zu diesen Programmierern, zu den Softwareingenieuren in der Industrie hingeraten, weil die eben vorher an der Uni waren. Und da hat man es eben gehabt. Das war ja auch dafür gemacht. Wir können publizieren, wir können ein Paper schreiben, wir können einen Bericht schreiben, den stellen wir als HTML ins Internet, unsere Kollegen können das angucken und damit weiterarbeiten. Und wir tragen alle was bei. Und wir kommunizieren unter Peers, die Wissenschaftler stellen was bereit, jeder stellt was bereit. Na, weil es dann ein bisschen viel geworden ist und man die Sache nicht so einfach gefunden hat, Suchmaschine hat es nicht gehabt, haben die Leute angefangen, so Linkseiten zu machen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo ein interessantes Paper gesehen habe, dann habe ich unten auf meiner persönlichen Webseite noch einen kurzen Text hingeschrieben und dann den Link eingebettet. Ich habe hier ein tolles Paper über gefunden und schwapp war der Link dann da. Beziehungsweise das war eben dann klickbar. Links sammeln und nützliches anbieten. Und so ist dann auch Yahoo entstanden. Das war eine Linksammlung, eine strukturierte Linksammlung. Und ich habe das auch damals fleißig benutzt. Da gab es dann eben so eine Kategorie, so eine Rubrik Computer und dann bei Computern gab es dann viele Unterkategorien und es gab eine Kategorie Surfen und weit unten drunter waren dann eben Informationen, Webseiten zum Surfen. Solche Sachen waren da zu finden. So eine hierarchische Linksammlung. Das Web der Wissenschaftler, das hat sich dann entwickelt zu den ersten Webpräsenzen irgendwann, als das irgendwie beliebter wurde und all die Ingenieure und Wissenschaftler über das Web geredet haben, ist die Industrie aufgewacht und hat so einzelne Seiten installiert. Teilweise auch deshalb, weil die Konkurrenz einfach Seiten installiert hat. Und wenn es die Konkurrenz macht, dann muss man es auch machen. Vorher macht man es natürlich nicht. Und diese Präsenzen, das hieß damals auch Webpräsenzen, das war eigentlich nur dazu da, um auch eine Seite zu haben. Da wurden dann eben ein paar Informationen angeboten, ein paar Bilder drauf und unten drunter stand dann, wenn er wirklich was wissen wollt, hier ist die Telefonnummer, ruft an. Oder geht in den Fachhandel und kauft unsere Produkte. Hier ist vielleicht eine Liste der Läden, die wir in Deutschland haben. Weil es immer mehr wurde, gab es dann auch bald Suchmaschinen. Das Alta Vista war die erste Suchmaschine, das von Digital Equipment von DEC betrieben worden. Wer hat noch Alta Vista benutzt? Ah, es gibt noch welche. Ist, glaube ich, vor einem Jahr abgeschaltet worden oder so ähnlich. Ach, da, ich habe es gelesen, es war mir richtig traurig. Das Alta Vista als Suchmaschine. Allerdings, wenn viele Treffer zusammenkommen, dann muss man das irgendwie ranken. Und das haben die Googles besser gekonnt, weil sie nämlich dieses Publikationsmodell zuerst mal genommen haben. Die haben die Webseiten nach oben geschoben, als erste angeboten, auf die viele andere Seiten verlinken. Da kann man natürlich auch wieder Search Engine Optimization SEO betreiben, indem man irgendwo Farmen von Webseiten macht, die auf so eine Webseite verlinken. Das hat auch eine Zeit lang funktioniert. Irgendwann haben die Googles natürlich gemerkt und auch was dagegen getan. Aber das ist die haben nochmal dieses Wissenschaftlermodell da durchgezogen. Die Webseiten, die wir, sagen wir mal, in der Version, in dem Web 1.0 hatten, das waren statische. Wir schicken unseren Request, wir kriegen ein Stück HTML zurück, das lesen wir und dann klicken wir wieder irgendwo da drin. Und ich nenne das mal makrointeraktiv. Makrointeraktiv in dem Sinne, dass wir klicken, dann dauert es 5 Sekunden, 10 Sekunden, 40 Sekunden und dann können wir den Inhalt angucken. Diese Inhalte sind im Wesentlichen statisch und ändern sich sehr langsam.
bei meiner Webseite, na, da tut sich vielleicht auch mal 2 Monate lang nichts. Gut, zu dieser Zeit hat sich jeden Tag was getan und alle 2-3 Tage was getan. Meine heutige Webseite ändert sich eher weniger. Die nächste Version, das nenne ich jetzt hier mal Web, das hier, ach ja, die Originalseite, man kann sie noch irgendwo holen bei der W3C. Ne? Eine Webseite. Ich glaube, das ist die, habe ich mal deshalb geholt, weil es die erste ist, oder die erste war. Eine Nachbildung von der ersten. Der nächste Schritt im Web 1.5, sagen wir mal, das waren Datenbank-Webseiten. Eine Zeitung macht eine Webseite. Relativ statisch verlinkt. Content Management kommt sozusagen danach. Aber immerhin schon, es gab eine Art, den Content zu managen, aber es war noch sozusagen reguläres, normales HTML. Die Inhalte werden aus der Datenbank geholt, aber man bekommt sozusagen reguläres HTML ohne allzu viele JavaScripts. Die JavaScripts konstruieren die Seite nicht. Was es auch in dieser Phase gab, war aus einem Warenwirtschaftssystem läuft ja auf einer Datenbankseite, auf einer Datenbank obendrauf. Und wenn man eine Warenwirtschaft hat, da steckt dann oft auch ein Versandhandel dahinter. Versandhändler gibt es schon seit 100 Jahren oder so ähnlich. Die schicken einen Katalog rum und die haben sich natürlich auch überlegt, man könnte ja aus dem Katalog eine Webseite machen und das dann klicken und so weiter. Die waren eigentlich irgendwie in ihrer Entscheidungsfindung zu langsam und der Jeff Bezos hat mit dem Amazon den Existenzbeweis abgeliefert, dass sowas geht. Und das Amazon, ich glaube, ich habe schon in der Vorlesung gesagt, ich bin ihm irgendwie 95 oder so begegnet, das war für mich schon ein Eye-Opener. Und da hat man eben gesehen, dass man mit so einer dicken Datenbank, einem Warenwirtschaftssystem und einem Logistiksystem E-Commerce aufziehen kann. Das ist datenbankbasiert. Und die Content-Management-Systeme, die kamen dann hier auch. Das war also für Zeitungen zum Beispiel verteilt Inhalt schreiben lassen können, dass sie dann in der Datenbank für die Webseite aggregiert werden. Diese Seiten hier sind aber Seiten, wo es einen Produzenten gibt und viele Konsumenten. In so einem Verteilmodell. Vielleicht nicht ganz so ausgeprägt wie beim Fernsehen, weil es ja wenig Interaktion nach oben gibt. Nun gut, bei einer Zeitung gibt es die nach wie vor nicht, aber beim Versandhändler immerhin. Aber ja, eine dicke Seite und viele konsumieren. Hier habe ich noch ein paar so erfolgreiche kommerzielle Dienste aufgeschrieben. Ne? Wenn man das mal analysiert, was die machen, diese erfolgreichen kommerziellen Dienste, die richtig hoch erfolgreichen, die machen noch ein bisschen mehr, als nur diese Verteilung zu organisieren. Die bringen ihre Benutzer zum Arbeiten. Das eBay bietet ja selber gar keine Waren an. Der Dienst eBay. Was eBay hat, ist es ein dickes Transaktionssystem. Sie können einen Artikel einstellen, Sie können auf Artikel bieten. Es wird die Kaufabwicklung für den Artikel gemacht, wenn Sie die Auktion in Anführungszeichen gewonnen haben. Dieses Transaktionssystem, naja, das kannte man auch schon vorher, Datenbanktransaktionen. Was einstellen in der Datenbank und so weiter. Was eBay nun, die wirklich raffinierte Idee war, die Menschen da draußen, die Millionen, die Milliarden, dazu zu bringen, das, was sie im Keller oder im Speicher haben, zu fotografieren, ein bisschen Text dazu zu schreiben und in diesem Transaktionssystem abzulegen. Und andere Leute gucken da rein und
sehen da den alten Strampelanzug vom Baby und sagen, ich habe jetzt ein Baby, der ist angeblich sauber gewaschen, da biete ich jetzt 5,30 Euro. Und diese Transaktion, die hat eBay organisiert. Dafür braucht es ein bisschen Regelsystem, ne? Zum Beispiel die Bewerterei. Aber die Bewerterei ist auch wieder, bringt die Milliarden da draußen zum Arbeiten. Denn in dem Augenblick, wo Sie eine Bewertung abliefern, generieren Sie Wert erstmal für eBay, dann auch noch für den Auktionator. Aber erstmal ist es eBay, das so tut, als die Benutzer würden bewertet da drin. Natürlich kann man auch wieder mit diesen Bewertungen schummeln. Und natürlich ein wenig abkassieren braucht man auch. Auktionsgebühren abkassieren oder auch dass die Bezahlung der Transaktionen zu organisieren, Stichwort PayPal. Ja, ich mache beim nächsten Mal an dieser Stelle hier weiter. Das nächste Mal ist aber nicht der Mittwoch. Am Mittwoch werden Sie vom Herrn Heine bedient, der eine Übung hier mit Ihnen macht. Ich bin am Mittwoch unterwegs auf einer Dienstreise und ich kann Sie erst wieder nächsten Montag beglücken. Auf Wiederschauen.